Ja, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Robin Hood. An dieser Stelle erstmal eine kleine Entschuldigung. Ich habe die letzten 5 Parts ein bisschen vermasselt. Das heißt, nun ja, mein Fraps hat so die Angewohnheit, sich einfach mal ab und zu so ein bisschen umzustellen. Hatte ich nicht nachkontrolliert, das war mein Fehler. Auch ein bisschen, und deshalb hatte ich ganz viele einzelne Parts, und da ich normalerweise die ganzen Parts auf einmal render und einfach dann reinkloppe und dann kommt die in super Qualität raus und werden direkt hochgeladen, musste ich die nun zusammenmerschen mit einem Programm, also mit wo ich halt noch nicht so viel Ahnung von hatte, und deshalb die Qualität und ach Gott, aber ich wollte jetzt auch nicht stundenlang daran sitzen, dachte mir dann, ach, die 5 Parts, meine Güte, das werdet ihr mir schon verzeihen. Naja, an dieser Stelle. Okay, jetzt geht also wieder in gewohnter Qualität weiter, hoffe ich. Wenn sich hier nicht im Hintergrund wieder was verstellt hat. Bösartig. Hat auch ziemlich genervt, weil ich das Rendern dadurch nicht so über Nacht machen konnte. Ach ja, wie gesagt. Nun ja, waren halt nur 5 Parts. Wir haben unser Geld zusammen, wir haben genug Kleeblätter. Wir müssen Ellen, unseren Spionen, treffen. Ach stimmt, wir haben da so einen Bettler, der noch ein alter Geschäftsmann war, haben wir Geld gegeben das letzte Mal, als wir hier in York waren. Nun gut, ja, wie auch immer, wir haben ja hier schon ganz gut angefangen meine ich natürlich. Und ich habe mir vorgenommen, was natürlich nach so einem 2 Minuten Anfangsgelaber immer sehr authentisch wirkt, mich mal ein bisschen zu beeilen. Leck, extrem hier gerade. Macht den Kampf nicht unbedingt einfacher. Und wieder muss ich hier. Nein, diesmal bleibe ich ganz ruhig. Diesmal ist alles gut. Alles wird gut. Ja, man muss dazu ja auch sagen, ich bin ja gerade mit Botanicula fertig geworden, habe gerade also nur noch Robin Hood. Vielleicht werde ich da auch 2 Parts pro Tag hochladen. Ja. Andererseits habe ich ja auch sonst noch zu tun, ne? Und so, wisst ihr Bescheid. Und außerdem spiele ich auch gerne mal noch Spiele für mich, so Walking Dead zum Beispiel, wollte ich nicht unbedingt aufnehmen, weil das auch mein Rechner mit der Aufnahme zusammen nicht so richtig hinkriegt. Jetzt muss ich mal ganz kurz mein Mikrofon hier festschrauben, das tut mir gerade wahnsinnig leid. Die Scheiße hält ja auch einfach nie immer hier, Mann. Ich gehe jetzt mal hier rein mit dem Risiko, dass hier wer drin ist. Ich könnte natürlich auch die 3 Typen da wegräumen. Ach klar, ich räume die 3 Typen da weg. Komm, Marion. Meine liebe Marion. Ah, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Gucken, ob das schon reicht. Das müsste schon reichen. Ach man, hier ist gerade alles ganz schlecht vorbereitet von mir. Ich kann das ja immer nicht leiden, wenn ich mir Videos angucke und die kommen nicht richtig zur Potte. Upsala. Entschuldigung. Ach, auch das ist machbar hier. Nehme ich allerdings mal den Will. Speicher mal, weil er schon recht tot ist. Scheiße, doch, das hat gereicht. Ah, das war nicht gut gemacht von mir. Das war... nicht gut gemacht von mir, und ich habe immer noch nicht immer noch nicht nachgeguckt, was die Schnellspeichertaste ist. Okay, ich mache das mal besser hier. Ach, selbst die da hinten hat Marion noch erkannt mit ihren super Ohren. So, und der Armbrustschütze dort hat mich entdeckt. Den locken wir mal ganz clever an. Oder? Was hat er vor? Oh, er hat sich wieder zurückgezogen, wird uns aber gleich nochmal entdecken, beziehungsweise der General da unten. Oh Gott, schnell weg hier. Also der hier. Ah, der wundert sich jetzt natürlich, warum dort... Jetzt hat er weggeguckt. Knappe Sache. Nun gut, wir müssen immer noch zu Ellen. Falls ihr die letzte Folge nicht bis zum Ende gesehen habt, hier unten ist der Ellen. Woody Ellen. Nee, natürlich nicht, aber... So, ich hole jetzt erstmal alle meine Kollegas hier runter.
Ach ja, selbst Robin, den hatte ich fast schon wieder vergessen, dass es den gibt. Der kann allerdings hier runterspringen, glaube ich. Genauso der Will. Ah ne, runterklettern. Wer kann denn alles klettern von denen? Kann Marion klettern? Ach, was kann die denn? Und da ist noch ein Ritter. Ich glaube, die können wir alle so ein bisschen ignorieren. Klingt komisch, ist aber so. Wo laufen die immer lang? Okay, die laufen da auch noch weg und auch die laufen hier noch gleich weg. Ich muss ja ein bisschen so gucken, wo die Leute immer langlaufen. Schnapp ich mir mal den hier. Wer auch immer das ist. Sehr schlau von mir gemacht. Und jetzt hole ich den Fry-Attack natürlich noch ganz schnell hierher. In der Hoffnung, dass der hier nicht bemerkt wird. Nee. Du. Ah, hier will jemand mit uns reden. Ich glaube, das war mal der Bettler. Mach mal das mal mit dem Bruder Tuck. Der wirkt doch so vertrauenswürdig. Lauft ihr jetzt weiter hier? Höher. Ach, jetzt kriegen wir unser Geld sogar wieder. Ist ja beliebt. Wir haben aber schon viel zu viel Geld. Mein guter Freund. Ah, naja, war trotzdem nett von dir. So, weiter holen wir mal. Nun ja, die hier einzeln auszuschalten ist ja echt einfach, aber im Prinzip können wir uns das alles ein bisschen sparen. Wo läuft die Patrouille lang? Ah, das habe ich geahnt. Okay, dann holen wir doch erstmal alle. Wir müssen eh dann mit allem rüberkommen und gerade kann ich nichts Besseres machen hier. Jetzt kriegt ihr es mit. Wie viel Schaden die mir machen, ey. Habt ihr das gesehen? Ich bin schon wieder tot. Und meine Genauigkeit mit meiner Maus lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier... Ich hoffe, dass der Little John das hier geregelt kriegt, aber das sieht ganz gut aus. Ja, speichere ich sogar mal, auch wenn Will eigentlich schon tot ist hier. So, und das übliche Programm. Ach, ja, ganz entspannt. Und Robin noch. Ach, hier, guck mal, der hat noch Geld. Ich will euer Geld. Gebt mir euer Geld. Ich bin heute vor allem ausgeschlafen, falls man das merkt. So, meine lausche Frau. Lausch mal genau. Ja, ich räume die mal weg hier. Vor allem diese Armbrustbogenschütze. Ich hab vergessen, das war ein Armbrustschütze. Hab ich die Patrouille aufgedeckt? Nein, das war eigentlich meine Absicht. Mit ihren guten Ohren. So. Es hat wirklich, wirklich gute Ohren. Wenn ich so hören könnte. Meine Fresse. Ja, und wir kämpfen uns jetzt weiter durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht mehr so viel zu spielen haben in diesem Spiel. Das erzähle ich immer wieder gerne. Und ganz unauffällig laufen wir mal hinter die Leute hier. Ach komm, eine Tür können wir sogar noch weitergehen. Und du heißt mal den Will. Ja. So, hier kommt auch noch einer, den hätte ich jetzt fast übersehen. Vielleicht kann ich die mir gleich zusammenholen hier. Ah, ich hab ein bisschen geahnt, dass das nicht so... Oh, wie viel Schaden die machen, Alter.
Tja, den muss ich mir jetzt mit dem Will holen hier. Alter! Und das Spiel hat wieder gewisse Wegfindungsprobleme. Und Will reagiert nicht mehr auf das, was ich gerade sage. Das Problem ist, dass ich jetzt hier ganz, ganz schnell die Leute wegräumen muss. Oh, fuck, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich Problem, ich muss die ja noch fesseln jetzt, bevor die aufwachen. Oder niet ich mit Will einfach mal alle um? Nee, okay, müssen wir nicht machen. So. Und hier unten ist noch eine Patrouille, habt ihr es gesehen? Dann würde ich mir gleich mal die Marion schnappen hier. Irgendwie kann ich heute mit meiner Maus nicht zielen, aber ich komme auch irgendwie dauernd auf mein Touchpad. Ich meine jetzt mal aus, da gibt es vielleicht wieder so eine schöne Einblendung hier über das Spiel. Die war schon aus. Was? Komische Dinge geschehen. Oh Gott. Da ist ein Bettler. Laufen sollst du. Oh nee. Habt ihr das gerade gesehen, immer wenn ich irgendwo hinlaufen wollte? Ah, ich glaube ich. Nee, wobei. Ach, hier muss ich noch einen fesseln vor allem, ey. Sleep well. Komm, 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 schnell, 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 schnell. Es kommt gleich wieder. Er hat seinen Posten verlassen. Und die sind mir irgendwie hier in dieser Hütte zu unsicher. Gerade so ein reines Bauchgefühl gewesen. Ja, ne? Den hole ich mir jetzt auch gleich. Hat ja super geklappt. Aber das klappt auch so. Super. Ja, ich könnte natürlich jetzt auch alle so langsam mal alle umbringen. Aber der Bart ist gleich schon wieder zu Ende. Das gibt's ja nicht hier. Komm, hier runter gehe ich aber jetzt noch. In der Angst, dass der mich da sehen könnte. Ich gehe mal in das Wirtshaus rein. Und dann gehe ich noch zu dem Bettler hier. Zum Bettler! Verstehst du? Versteht ihr wegen Betteln und Betteln im Englischen? Oh. Ja, ja, komm, jetzt mach mal schnell hier. Schnell, die Patrouille kommt! Alter, wie viel Geld will der haben? Alter. Alter. Ach so, ich habe dauernd Schriftrollen gekriegt. Die wurden mir nur irgendwie... Ich habe sie, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich will ja nicht immer übers Spiel fluchen. Meine ich. Ich wage gleich mal einen Ausblick hier. Gehe ich mal kurz raus, wenn die vorbei sind, damit ich gucken kann, wer das so ist. Aha. Ich muss ja eh raus. Nee, oder? Habe ich vor allem Leertaste gedrückt. Hoffe, das macht hier nichts irgendwas bei dem Spiel. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir versammeln erstmal die ganze Mannschaft hier unten, außer unseren guten Willy bald. Und dann mache ich erstmal einen Cut und wir reden in der nächsten Folge mit Alan und sammeln die ganzen Schriftrollen an. Bis gleich.